Hi, ich bin Dominik Steinmann, Steel-Dart-Profispieler bei der PDC und heute schauen wir uns zusammen an, wie man ein Steel-Dart-Board richtig aufhängt. Egal ob Steel-Dart oder E-Dart, die richtige Entfernung zum Dartboard ist dabei entscheidend und das sind genau 2,37 Meter. Diese Maßangabe gilt es immer einzuhalten, egal ob man E-Dart oder Steel-Dart spielt. Wie weit wir vom Board weg sein müssen, wissen wir jetzt und nun schauen wir uns an, wie hoch denn ein Dartboard eigentlich hängen muss. Und da gilt die Regel, 1,73 Meter muss das Bullseye über dem Boden hängen. Da kann man dann am besten mal nachmessen, ob das bei uns der Fall ist. Setzen wir einfach mal den Zollstock an und sehen genau die Mitte des Bullseyes bei 1,73 Meter über dem Boden. Die Abstände sind geklärt, ein Punkt ist noch offen, wie zu Anfang des Videos versprochen, nur noch der Punkt der Befestigung des Boards. Und wir sehen direkt, wir können es ganz einfach von der Wand abnehmen, wir brauchen es nur hier einmal rausheben. Im Grunde bei jeder Boardlieferung ist ein kleines Tütchen dabei, da ist so ein Bracket drin, was man mit zwei Schrauben eben bei 1,73 Meter befestigt. Hier in die Mitte kommt eine der mitgelieferten Schrauben rein und hier sind noch drei vorgefertigte kleine Löcher, in die dann die Nägel reinkommen, damit das Board, wenn man auf die Scheibe wirft, nicht immer an die Wand klatscht, sondern damit es einen schönen festen Halt hat und auch beim Spielen eben nicht so viel Lärm macht. Zum Abschluss noch zwei Tipps. Punkt 1, besorgt euch auf jeden Fall einen Surroundring oder ein Auffangfeld, denn der fängt eure Irrläufer ab, eure Wandblattteile und vor allem eure Pfeile auch. Tipp Nummer 2, besorgt euch einen Teppich, denn der ist nämlich genau 2,37 Meter lang und ihr könnt genau aus dieser Entfernung direkt anfangen zu spielen, braucht nichts abzukleben, sondern könnt direkt anfangen zu darten. Jetzt habt ihr alles mit auf den Weg bekommen, wisst, wie hoch eine Scheibe hängen muss, wie weit der Abstand zur Wand sein muss. Und jetzt könnt ihr anfangen zu trainieren. Viel Spaß!